Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich diese 15 Minuten Joghurtbrötchen ohne Gehzeit, ohne Hefe. Auch zum ersten Mal und ich bin gespannt, wie es wird. Top oder Flop, wir werden es sehen. Für die schnellen Joghurtbrötchen verwende ich 250 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Zucker, einen halben Teelöffel Salz, 60 Milliliter Milch, 150 Gramm Joghurt und etwas Olivenöl. Und dann können wir auch gleich loslegen. Ich vermische jetzt erstmal die trockenen Zutaten, das Mehl, Backpulver, Zucker und Salz. Dann kommt die Milch dazu und der Joghurt. Das rühre ich jetzt erstmal mit dem Löffel so weit um, so lange wie es geht, und dann werde ich auf der Arbeitsfläche weiter kneten. Ich habe das Rezept von dem Brötchen im Internet gesehen. Es wurde millionenfach angeklickt. Das hat natürlich meine Neugier geweckt. 15 Minuten ohne Gehzeit, nur mit Backpulver und sieht toll aus. Das wollte ich dann halt unbedingt mal ausprobieren. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Top oder Flop. Mal sehen. So, den Teig teile ich jetzt und werde kleine Brötchen formen. Ich mehle jetzt meine Hände ein bisschen und forme die Brötchen. Genau 8 Brötchen rausgekommen. Ich habe die auf ein Backblech getan mit einer Dauerbackmatte, oder ihr könnt Backpapier nehmen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 200 Grad Umluft. Jetzt werde ich die Brötchen noch einritzen und mit Olivenöl bestreichen und dann können die in den Backofen, und zwar für 15 Minuten. Ich lasse die Brötchen jetzt ein bisschen abkühlen, die sind mir im Moment zu heiß, und dann werde ich sie mal aufschneiden und dann gucken wir mal, wie die von innen aussehen. Also es ist kein richtiges Brötchen, aber es ist trotzdem irgendwie wie Brot. Ist sehr interessant. Wenn man Not am Mann ist und man keine Hefe hat oder keine Lust hat, lange zu machen irgendwie, oder keine Aufbackbrötchen, dann kann man das mal machen, mal ausprobieren. Nicht schlecht, aber nicht der Burner, sage ich ganz ehrlich. Aber geht. Naja, okay, ich belege jetzt mal eins und schauen wir mal, wie das so aussieht. So, ich habe das Brötchen jetzt mal sehr üppig belegt mit Cheddar und Salami. Und ja, es ist wie ein Brötchen, aber auch wiederum nicht. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Vielleicht probiert es selber mal aus und schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es total schlecht ist, aber es ist jetzt auch nicht der Brüller. Probiert es mal aus. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet. So, wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.